Hallo Leute, ich bin's wieder, Irene. Endlich! Ich habe das Gefühl, ich habe vor 5 Jahren oder so das letzte Mal gefilmt. Heute habe ich einen Fashion Haul für euch und es ist jetzt Weihnachtszeit bzw. Holiday Season und Fashion Nova war so lieb und hat mir ein riesen Paket zugeschickt und die Sachen werde ich euch jetzt zeigen. Also ich werde schon vorab sagen, es sind so Kleider und Holiday Sachen. Wollen wir mal mit dem Paket hier anfangen. Als allererstes, wenn ihr den letzten Fashion Nova Haul von mir gesehen habt, den werde ich euch hier irgendwo verlinken, dann wisst ihr, dass ich in love mit deren Hosen bin. So I had to get another one. Diese Hose hier, das ist eine super High-Waist-Hose. Die habe ich mir in grün ausgesucht, weil ich schwarz auch bestellt habe und weil ich schon dunkelblau und weiß und die üblichen Farben schon hatte. Aber deren Hosen sind mega gut, die sitzen perfekt. Und das Material ist auch nicht zu hart, dass es jetzt am Bauch wehtut, wenn man sich hinsetzt. Also bei einigen High-Waist-Hosen ist es so, zumindest bei mir, wenn das Material bzw. der Stoff so hart ist, dann tut das schon ein bisschen weh am Bauch, wenn man sich hinsetzt. I ain't gonna lie. Und die Hose habe ich in der Size 5 geholt. Auf der Website findet ihr aber auch nochmal so eine Tabelle mit den ganzen Größen, mit den amerikanischen Größen und den deutschen und bla 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 bla. Anyway, totally in love mit der Hose oder mit allen Hosen von denen. Als nächstes habe ich mir ein Buddy ausgesucht. Und zwar ist das jetzt so ein, oh, wie zeige ich den am besten? Ich werde euch alle Sachen auch angezogen zeigen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht. Auf jeden Fall ist das ein Body mit langen Armen und das hat hier so einen Choker. Diesen Body hatte ich auch auf der Glow an. Genau, also den Body finde ich mega schön. Generell, deren Sachen sind mega schön. Kann ich wirklich weiterempfehlen. Und den habe ich in der Größe S. Preise werdet ihr auch, beziehungsweise Links und Preise werdet ihr in der Infobox finden. Das Lustige an der ganzen Sache ist, Leute, es ist Winter und ich habe mir eine Sache bestellt, die irgendwie warm oder irgendwas mit Winter zu tun hat. Und zwar einmal diesen Cardigan. Ich fand den so süß am Model. Und zwar ist das so ein grauer, also weiß-schwarz, gestrickter Cardigan. Ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. In der Kamera, also jetzt sieht er nach aus, aber angezogen sieht das eigentlich ganz cute aus. Dann kommen wir zu den mehr Sachen. Ich habe vor kurzem, also ich folge Cardi B auf Instagram, because she's just crazy and funny. Und dann habe ich gesehen, direkt nachdem meine Bestellung angekommen ist, habe ich gesehen, dass sie diesen Body hier anhatte. Dachte ich mir, girl, we got the same taste, you know what I'm saying? Oh Gott, wer nicht Love & Hip Hop guckt, der wird mich wahrscheinlich nicht verstehen, beziehungsweise weiß nicht genau, wie ich das meine. Aber den hier, den Body habe ich, ach nee, jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Okay, I'm back in the building. Das war so ein Vodafone-Anruf, bla bla bla. Anyway, Cardi B, mein Bodysuit. Den Bodysuit finde ich richtig schön, weil der hat so ein Velvet Material. Der ist ein bisschen, you know, Date Night. Oder, ja, I don't know how to explain. Ein bisschen Date Night-ish. Also, ist jetzt kein Schuloutfit oder so. Und der hat hier unten so Knöpfe, damit man das auch zumachen kann. Ja, der andere Body, der weiße Body, hatte unten nichts zum Zumachen bzw. zum Aufmachen. Deswegen ist das ein bisschen nervig, wenn man auf Klo gehen möchte. Da muss man sich halt ganz ausziehen. Auch super. Als nächstes habe ich ein Kleid. Und zwar habe ich das am Model gesehen und dachte mir, wow. Normalerweise habe ich die Größe S, aber ich muss sagen, dieses Kleid ist echt eng geschnitten. Also ich hätte echt M nehmen können, because it's kind of tight. Aber ich habe mir gedacht, ich werde das Kleid zu Hause, keine Ahnung, 8 Stunden lang tragen. Dann ist es ein bisschen ausgeleiert, weil das Material ist sehr stretchy. Und ich habe das Gefühl, je öfter man das anzieht, desto besser sitzt es. Ja, ich mag die Farbe. Und I think it's gonna look cute. Dann kommen wir zu einem schwarzen Kleid. Ich habe kein Little Black Dress. Ich habe eigentlich nichts, was plain black ist. Natürlich Hosen und sowas. Aber jetzt bezogen auf Kleider und so. Und ich fand, das Kleid sah am Model interessant aus, weil das hier diese 2 Träger hat. Und dann nochmal dieses Band hier, was man sich nochmal um den Hals wickelt, was dann aussieht wie ein Choker. Und das ist einfach ein schwarzes, enges Kleid. Kann man sehr, sehr elegant kombinieren. Und Size S, wie alle anderen Sachen auch. Dann kommen wir zu einem Jumpsuit, wo ich mir erstmal gedacht habe, ach Irene, das kannst du doch anziehen.
Ja, und jetzt ist es hier und jetzt denke ich mir, willst du das wirklich anziehen? Also es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich das jetzt hier darstelle. Es ist wirklich ein schöner Jumpsuit. Die Farbe mag ich auch. Hier sieht man ein bisschen Ausschnitt bzw. Haut, weil meine Brüste werde ich zur Seite schieben. Oh, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich das meine. Und an den Beinen, ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt Unterwäsche anziehen darf oder soll. Ne? An den Seiten ist das hier ausgeschnitten. Ich werde euch das einfach angezogen zeigen und dann werdet ihr sehen, wie es aussieht. Es ist sehr extravagant, sieht aber sehr elegant aus und mit schönen Schuhen, schönen Schuhen und schönen Schmuck und, you know, Haare schön gemacht, Make-up all done, sieht das, glaube ich, auch ganz schön gut aus. Ja, hinten ist es so ausgeschnitten. So, noch zwei Sachen. Eine schwarze Hose, also die grüne Hose habe ich nochmal in schwarz. So, das ist die schwarze Hose. Wie gesagt, das ist dieselbe Hose, die ich auch in grün habe. Die ist super high-waist und eine schwarze Hose. Come on. Aber last but not least, dieses Kleid ist extra. Everybody knows I'm extra when it comes to dresses. Aber das ist mega extra. Ich werde euch das Bild vom Model zeigen, weil das ist sehr extra. Also das Kleid habe ich in der Größe S und so sieht es aus. Also das ist der Ausschnitt, der eigentlich viel zu groß ist. Meine Mama ist ja Schneiderin, deswegen habe ich Glück gehabt. Okay, ich muss auch zugeben, ich habe mir das Kleid nur geholt, weil ich weiß, meine Mutter kann das nochmal zurechtschnippeln, falls es mir nicht so richtig passt. Auf jeden Fall muss der Ausschnitt viel weiter hoch, ne, bei mir jetzt. Und hinten ist es ausgeschnitten. Och Gott. Ich zeige euch das Bild, aber wie gesagt, meine Mama ist Schneiderin, von daher kann sie das nochmal ein bisschen manipulieren, damit es meinen Körper perfekt passt, beziehungsweise perfekt an meinen Körper aussieht. Und ich habe so Bauchschmerzen, Leute. Ich sitze hier mit einer Warmflasche und Pyjama-Pants. Oh, und ich habe vergessen, das Oberteil, was ich hier anhabe, habe ich auch beim Fashion Nova. Das Outfit habe ich schon getragen, beziehungsweise Bilder damit gemacht. Ich werde euch das Bild einfach hier einblenden. Dann seht ihr, wie das aussieht. Aber basically, so sieht es aus. Und so Leute, schreibt mir doch wie immer in die Kommentare, welches eurer Teile hier euer Lieblingsteil war. Falls ihr euch dazu entscheidet, etwas bei Fashion Nova zu bestellen, benutzt einfach den Code XOIRENE für 15% Rabatt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet. Mein Name ist @IreneAsamoahOfficial und dann sehe ich euch in meinem nächsten Video.